Das Wort hat der Kollege Thomas Silberhorn für die Unionsfraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die OSZE ist immer noch auf der Suche nach ihrer Rolle. Sie ist eines der wichtigsten Foren für Sicherheit und Zusammenarbeit, das ganz Europa umfasst. Die Reichweite immerhin umfasst 56 Staaten von Vancouver bis Vladivostok. Nach der Auflösung der Blockbildung in Ost und West, die auch ein Ergebnis der Arbeit der OSZE ist, hat die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa mit diesen sogenannten drei Dimensionen ihre Aufgaben erweitert: politisch-militärische Dimension, wirtschaftliche, ökologische Dimension und menschliche Dimension. Die Diskussion über die Modernisierung der OSZE ist also in Gang gekommen, und das Problem besteht ein bisschen darin, dass sie immer noch in Gang ist. 17 Feldoperationen hat die OSZE in Arbeit, insbesondere bei Konfliktprävention, Krisenmanagement, Überwachung von Menschen- und Minderheitenrechten, Pressefreiheit, Rechtsstaatlichkeit, Wahlbeobachtung. In der Tat, die OSZE hat sich Verdienste erworben und sie wird deshalb auch weiter gebraucht. In Astana, bei diesem Gipfel auf der Ebene der Staats- und Regierungschefs im letzten Jahr, wurden die Grundlagen der OSZE nochmals bekräftigt. Und darüber hinaus wurde mit dem Begriff der Sicherheitsgemeinschaft versucht, eine Antwort zu geben auf neue Herausforderungen und Gefahren, wie zum Beispiel internationaler Terrorismus oder Cybersicherheit. Dieses Fernziel der Sicherheitsgemeinschaft müssen wir jetzt durch konkrete Schritte angehen. Ich sehe in diesem Zusammenhang vor allem einen Bedarf an stärkerer Koordinierung der OSZE mit den wichtigsten anderen internationalen Organisationen, die Sicherheit im euroatlantischen und im eurasischen Raum gewährleisten, also mit EU, NATO und Europarat. Wir dürfen allerdings neben dieser Koordinierung auch darauf achten, dass wir uns keine Duplizierung von Strukturen leisten. Die Sicherheitsorganisationen müssen komplementär arbeiten. Und dabei muss der Grundsatz gelten: Die Stärkung der OSZE darf bei aller Wertschätzung ihrer Arbeit nicht zur Schwächung der NATO führen. Die NATO bleibt für Deutschland der zentrale Sicherheitsanker und das Bindeglied der transatlantischen Bündnispartner. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die NATO will die Zusammenarbeit mit der OSZE in drei Bereichen stärken. Es geht darum, den Ansatz vernetzter Sicherheit zu etablieren, neue sicherheitspolitische Herausforderungen einzudämmen, internationaler Terrorismus, Cybercrime, Proliferation von Massenvernichtungswaffen oder Energiesicherheit. Und es geht darum, Erfahrungen im Bereich der Konfliktprävention und des Krisenmanagements auszutauschen. Der NATO-Generalsekretär hat dazu praktische Vorschläge zur Zusammenarbeit gemacht. Diese Ansätze sollten weiter verfolgt werden. Mit Blick auf die besondere Rolle der NATO für die deutsche Außen- und Sicherheitspolitik kann allerdings die OSZE nicht der richtige Ort sein, um über Militärdoktrinen oder Verteidigungsplanung zu diskutieren. Das muss militärischen Bündnispartnern vorbehalten bleiben. Wir werden eine bessere Zusammenarbeit der verschiedenen Sicherheitsorganisationen nur dann erreichen, wenn wir für jede Organisation ihre Kernkompetenzen stärken. Das ist der Weg, um Synergieeffekte zu erzielen. Die Europäische Union ist auf das Engste mit der OSZE verbunden. Die Mitgliedstaaten der EU stellen die Hälfte der OSZE-Mitglieder. Sie leisten zwei Drittel der OSZE-Beitragszahlungen. Es besteht eine enge Zusammenarbeit bei Konfliktprävention und vielen anderen Bereichen. Einige Programme der OSZE werden gemeinsam von OSZE und EU finanziert, beispielsweise in der Wahlbeobachtung. Und die Europäische Union ist in vielen Bereichen, etwa beim sicherheitspolitischen Dialog innerhalb der OSZE, engagiert. Sie haben, Frau Kollegin, angesprochen, dass die Europäische Union die Verabschiedung eines Aktionsplans angestrebt hat in Astana. Das ist gescheitert am Dissens über die Regionalkonflikte. Dennoch kann dieser EU-Aktionsplan Grundlage sein für die Weiterentwicklung zu diesem Fernziel einer Sicherheitsgemeinschaft.
Meine Empfehlung für die Zusammenarbeit zwischen OECD und Europäischer Union ist, weitere Anstrengungen zu unternehmen, um die diplomatischen Mittel der Europäischen Union mit denen der OECD zu bündeln, insbesondere mit Blick auf diese regionalen Konflikte. Denn wenn Sicherheit unteilbar ist, dann muss es möglich sein, Konflikte wie in Transnistrien, Georgien und Bergkarabach zu lösen, zum Beispiel auch mit einer OECD-Präsenz vor Ort. Vielfältige Anknüpfungspunkte für eine Zusammenarbeit mit der OECD bietet auch der Europarat. Seit 2004 besteht bereits eine gemeinsame Koordinierungsgruppe für Maßnahmen in den Bereichen Terrorismusbekämpfung, Kampf gegen den Menschenhandel, Schutz nationaler Minderheiten und Förderung von Toleranz und Nichtdiskriminierung. Es gibt durchaus Potenzial, die Zusammenarbeit auf weitere Bereiche zu erstrecken. Ich nenne hier nur Menschenrechtsschutz, Konfliktprävention und Nachsorge, stärkere Abstimmung der Feldmissionen beider Organisationen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe versucht, ein bisschen aufzuzeigen, wie man den Auftrag des letzten OECD-Gipfels praktisch umsetzen könnte, nämlich eine Sicherheitsgemeinschaft zu bilden. Das kann gelingen, indem man an bestehende euroatlantische Strukturen anknüpft, indem man die jeweiligen Stärken der betroffenen Organisationen akzentuiert und indem man gemeinsame Aufgaben und gemeinsame Handlungsfelder identifiziert. Eine engere Kooperation von OECD, EU, NATO und Europarat ist möglich, wenn jede Organisation ihre Kernkompetenzen einbringen kann. Vielen Dank.